Islam und Gesundheit. Das Problem heutzutage ist, dass wir nicht mehr essen, sondern wortwörtlich fressen und somit unserer Gesundheit schaden. Und genau ein solches Essverhalten betrachtet der Islam als verwerflich, nicht nur aufgrund der Vorgabe, dass wir bescheiden leben sollen, sondern auch, weil du aus gesundheitlicher Sicht deinem Körper damit schadest. Imam Sadiq, ein Imam aus der Nachkommenschaft des Propheten Mohammeds, der Friede und Segen sei mit ihm und seiner Familie, sagte beispielsweise: Übermäßig zu essen ist unerwünscht. Jetzt stell dir die Frage: Wie sehen heutzutage unsere Mahlzeiten aus? Man beginnt mit der Hauptmahlzeit, die schon teilweise zu groß ausfällt und in den meisten Fällen aus ungesunden Bestandteilen besteht. Zusätzlich trinkt man zumeist ein zuckerhaltiges Getränk dazu und zu guter Letzt folgt noch eine Zuckerbombe, die sich Nachspeise nennt. Wir essen nicht mehr für eine Person, sondern eher für zwei. Zuzüglich wird noch viel nebenbei genascht, zum Beispiel während wir Fernsehen, lernen oder aus Langeweile. Folglich stopfen wir unseren Bauch regelrecht voll, eine Eigenschaft, die Gott überhaupt nicht toleriert. Imam al-Bakr, ebenfalls ein Imam aus der Nachkommenschaft des Propheten Mohammeds, der Friede und Segen sei mit ihm und seiner Familie, sagte: Nichts von den Dingen ist verhasster bei Gott als ein gefüllter Bauch. Und das größte Problem bei unserem Fressrausch ist, dass wir nicht mehr zwischen Hunger und Appetit unterscheiden können. Wir essen oder knabbern zumeist nur, weil es uns einfach schmeckt und nicht, weil wir hungrig sind. Die Gier überkommt uns. Und bezüglich der Gier sagte Imam Ali, der Cousin des Propheten Mohammeds, der Friede und Segen sei mit ihm und seiner Familie, folgendes: Der Magen ist das Haus der Krankheiten und die Diät ist der Gipfel der Medizin. Die Gier führt keine Gesundheit herbei. Doch weshalb führt laut der zuvor zitierten Überlieferung ein gieriges Essverhalten zu Krankheiten? Ganz einfach, du überlastest deinen Magen-Darm-Trakt und das führt wiederum zu Verdauungsbeschwerden, Übersäuerung, Sodbrennen, unreiner Haut und. Denn je mehr wir essen, desto mehr kann die Darmflora gestört werden, besonders bei unserer heutigen ungesunden Ernährung. Und was viele hierbei nicht wissen: Dein Darm ist das Zentrum der Gesundheit. In der Schleimhaut des Dickdarms sitzen mehr als 70% aller Abwehrzellen des gesamten Immunsystems. Diese haben zum Beispiel die Aufgabe, Krankheitserreger und Giftstoffe zu bekämpfen, die vorwiegend aus der Nahrung stammen. Bist du andauernd nur am Essen bzw. am Naschen, so verschwendet dein Körper vermehrt die Energie für die Verdauungsprozesse, statt im Allgemeinen für das Immunsystem, welches dich vor Krankheiten schützt. Der zweite große Nachteil, wenn du zu viel isst: Du nimmst mehr Kalorien zu dir, als du tatsächlich benötigst. Übergewicht ist oft die Folge und das führt wiederum vermehrt zu Krankheiten, wie Bluthochdruck. Besonders beim Naschen nehmen wir Dinge zu uns, die hochkalorisch sind, uns jedoch nicht sättigen. Das heißt, wir essen weiter und weiter. Der dritte Nachteil: Du wirst auch dauerhaft müde und träge sein, da dein Körper das ganze Blut für die Verdauungsorgane nutzt. Anderen Organen wird folglich weniger Blut zur Verfügung stehen und eine geringere Menge an gelöstem Sauerstoff. Und dieser Sauerstoffverlust beeinflusst dein Gehirn und trägt zu deiner Müdigkeit bei. Fragst du dich nicht, weshalb du dich im heiligen Monat Ramadan oft vitaler und fitter fühlst als in den Monaten, wo du unbegrenzt essen darfst? Ganz einfach. Das ist der Fall, da dein Körper weniger Energie in die Verdauung investieren muss und dir somit vermehrt Energie zur Verfügung steht. Von daher, achte in Zukunft auf dein wichtigstes Kapital, deinem Körper, und sorge dafür, dass du gesund bleibst. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit. Abonniere unseren YouTube-Kanal, um keine Videos zu verpassen. Islamische Grüße und einen gesegneten Tag.